Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich hasse es so sehr, wenn mein Freund nebenan sitzt. Ich hasse das, ich kann jetzt wieder nicht sprechen. Ich habe jetzt extra den Fernseher angemacht, damit ich ein bisschen das Gefühl habe, er hört mich nicht. Boah, das nervt so. Auf jeden Fall habe ich ein neues Video für euch. Es gibt einen Food Haul. Ja, es gibt schon wieder einen. Ich hau schon wieder einen raus, weil Leute, was soll ich sagen? Ich war mega XXL im Real einkaufen. Ja, ich habe fast 100 Euro bezahlt. Darunter ist auch eine Pflanze. So ein schönes Ostergesteck für meine Mama. Das habe ich jetzt im Auto gelassen, weil sie das morgen früh direkt bekommt. Wenn ihr also schauen wollt, was ich diesmal im Real so vieles eingekauft habe und euch empfehlen kann, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. Weil die müssen jetzt unbedingt eingefroren werden. Und zwar hat mich da eine liebe YouTuberin angefixt, die eigentlich eher so auf Snapchat aktiv ist. Und zwar ist das die Victoria von Victoria's Secret. Und ja, sie ist auf Snapchat sehr aktiv und sie hat mich absolut mit dem Plombier angefixt. Sie isst das so oft und ich muss das jetzt einfach mitnehmen. Ich glaube, ich kenne das noch von früher. Kennt ihr das auch noch? Und ja, auf jeden Fall habe ich das mitgenommen und das gehe ich jetzt erstmal schnell einfrieren. So, als nächstes mitgekommen Klopapier und zwar von der Eigenmarke von Real Tipp. Das ist normales Toilettenpapier, vierlagig. Leute, mir ist vierlagig voll wichtig. Meine Schwester hat mich auch komisch angeguckt, als ich gesagt habe, nein, ich will nicht dreilagig, ich will vierlagig. Nee, ich möchte einfach. Wir haben auch verarbeitetes Schmirgelpapier. Da habe ich echt schon überlegt, ob ich mir mal eine Rolle von zu Hause mitnehme, weil das echt schon unmenschlich ist, Leute. Also gönnt euch das, kauft vierlagiges Klopapier. Dann habe ich jetzt was gekauft, das habt ihr noch nie in meinem Foodholz gesehen. Und zwar Nutella. Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte total Lust auf Nutella. Ich weiß nicht warum. Eigentlich bin ich gar nicht die Nutella-Esserin. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich ja nicht so Bock drauf habe irgendwie. Aber diesmal irgendwie musste unbedingt einfach Nutella mit. Jo, dann ist ganz normale Geflügelmortadella mitgekommen. Auch von der Eigenmarke von Tipp. Einmal Creme Fraiche, auch von Tipp, und einmal Schmand. Den Schmand habe ich aus einem ganz bestimmten Grund mitgenommen. Den seht ihr gleich. Ja, Real hat immer voll die leckere Sour Cream. Und zwar hier von Apostles. Die hier, die ist so lecker. Und ich habe mir so ein Brot gekauft, das zeige ich euch gleich. Und da hatte ich irgendwie total Lust drauf, das mit Sour Cream zu essen. Und die haben wir halt schon öfter gekauft und die ist wirklich, wirklich gut. So, dann habe ich Rindfleisch mitgenommen, abgepackt. Frisch. Die sind tatsächlich günstiger als diese fertig abgepackten. Hier sind jetzt 608 Gramm drin für 3,03 Euro. Das ist definitiv günstiger. Ja, ich freue mich drauf, weil ich mag Rinderhackfleisch sehr, sehr gerne. Mein Freund hat sich eine Fritz-Limo mitgenommen. Davon redet er total oft, von dieser Sorte. Melonen-Limonade. Keine Ahnung, er hat sich's mitgenommen. Ja, dann musste Saft mit und zwar haben wir zwei verschiedene mitgenommen. Diesmal hat mich einer auch total angesprochen. Und zwar dieser hier, auch von Tipp wieder, sehr tipplastig heute. Mango-Maracuja-Nektar. Hat mich irgendwie angesprochen, hatte ich irgendwie voll Lust drauf auf so ein leckeres Glas Saft. Ja, dann hatte ich so Durst. Ich habe da eben schon was getrunken im Auto von. Ich habe einmal von Filsa, Wilsa, ACE, Vital mitgenommen mit Kohlensäure. Boah. So ACE-Saft mit Kohlensäure, voll lecker. Und für den Durstlöschen richtig, richtig gut. Wie gesagt, ne? Hat es nicht ganz bis ins Video geschafft, dass er voll ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich habe es halt nur mitgenommen, weil ich mega Durst hatte. Der andere Saft ist ein Meerfruchtnektar. Den hat sich also mein Freund ausgesucht. Hier steht Light drauf. Wundert mich, dass er sich das rausgenommen hat. Ja, auf jeden Fall ist hier Karottensaft mit drin. Ja, keine Ahnung. Ja. So, da wir eigentlich immer so gut wie irgendwas Tiefkühlmäßiges haben, sei es Pizza oder Pommes oder sonstiges, irgendwie ist das immer in der Gefriertruhe. Falls ich entweder nichts habe oder nichts kochen möchte, hatten wir jetzt tatsächlich gar nichts mehr. Weder Pommes noch Pizza noch irgendwelche Tiefkühl-Fleischsachen. Also wir hatten wirklich gar nichts mehr. Und deswegen haben wir so drei kleinere Pizzen mitgenommen. Margarita. Meine Schwester sagt, die sind voll, voll lecker von Tipp. Ja, deswegen sind die normalen Margarita mitgekommen. Auf jeden Fall sind jetzt Pommes mit in den Einkaufswagen gelandet.
dieses Mal die geriffelten, da hat sich mein Freund doch jetzt mal durchgesetzt. So, kommen wir zu ein paar Getränken, die wir mitgenommen haben. Wir lieben ja Mountain Dew. Und da sind hier zwei Stück von den Code Reds mitgekommen. Die gibt es ja auch noch in grün, die sind auch super lecker. Jetzt haben wir uns für zweimal rot entschieden. Und was definitiv bei uns auch nicht fehlen darf, wenn wir schon in so einen Laden wie Real gehen, ist Dr. Pepper. Da sind einmal zwei Dosen von den kleinen mitgekommen. Die gibt es auch in den Flaschen, nur komischerweise schmeckt es uns aus den Dosen besser. Und dann einmal noch Dr. Pepper mit Energy. Auch Leute, so lecker. Kaufen wir sehr, sehr selten, aber wenn wir es kaufen, dann genießen wir das total. Und hiervon sind jeweils zwei Dosen mitgekommen. Dann hat sich mein Freund noch eine Uluduck mitgenommen. Ist auch sehr, sehr lecker. Ich mag Uluduck auch total, total gerne. Ich wollte auf jeden Fall Ahornsirup mitnehmen. Und da habe ich jetzt den hier mitgenommen. Der ist von Kanadas Best Original kanadischer Ahornsirup. Ja, 250 Milliliter und ich habe teilweise schon mal Bio gekauft und da habe ich, glaube ich, 6 Euro für bezahlt. Ich habe es noch in irgendeinem Foodhall hier und der hat jetzt gerade mal, ich glaube, 3 oder 4 Euro gekostet, also wirklich nicht teuer. Deswegen haben wir den mal wieder mitgenommen. Wir lieben ja auch Ahornsirup mit Pancakes morgens zum Frühstück. Boah, so geil. So, das nächste Produkt hat mein Freund entdeckt, das war bei den Backwaren und zwar das hier. Das sind die Siegerdonuts, die... Unsere Facebook-Fans haben entschieden, das sind die Siegerdonuts. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind Donuts gefüllt mit Vanillecreme, schwarze Schokolade mit so Streuseln drauf. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also ich hätte es jetzt nicht mitgenommen, aber er liebt ja Donuts total gerne. Er isst die total gerne. Deswegen sind die jetzt mitgekommen. 4 Stück sind hier drin. Ja, ich bin mal gespannt, wie die schmecken. 2,99 Euro haben sie gekostet. Schauen wir mal. Ja, das Wichtigste hätte ich euch eigentlich mal am Anfang zeigen können, ne? Wer hätte es gedacht? Es stehen jetzt ja die Feiertage an, ne? Heute Samstag. Das heißt, Sonntag, Montag und Dienstag, da habe ich nämlich noch frei. Brauche ich ja ganz viel Kaffee, wenn ich zu Hause bin. Und wir haben... Kaffeedose ist noch so halb ein Drittel voll. Und da habe ich schon Angst gekriegt, damit ich glaube, wir brauchen Kaffee. Deswegen haben wir hier Kaffee mitgenommen. Diesmal sind es von Lavazza, die Kaffee-Bohnen-Crema-Aroma. Ja, auf jeden Fall Lavazza-Kaffee für unseren Automaten. Damit wir auch ja über die Feiertage immer genug Kaffee haben. Ja, dann haben wir Brötchen noch mitgenommen, Aufbackbrötchen. Momentan haben wir irgendwie so ein bisschen mehr Lust auf dunkle Brötchen, Vollkornbrötchen. Jetzt sind von Harrys diese hier mitgekommen. Das sind Kartoffel-Roggenkrüstchen. Die gibt es ja auch noch als weiße Brötchen, also diese Kartoffelkruststeinofen-Dinger. Die sind auch so, so lecker. Ja, und jetzt gibt es die halt noch mit Roggen und die sehen schon hier vorgebacken so, so lecker aus. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall für die entschieden. So, durchhalten, Leute. Wir sind bei der letzten Tüte. Ja, am Wochenende backe ich wieder meine selbst kreierten Cupcakes für meinen Freund, die er sehr so gerne mag, mit dem Frosting. Und da muss man Puderzucker sieben. Und ich habe bis heute kein Sieb gehabt. Und deswegen ist mir das Frosting nicht so cremig gelungen, wie ich es eigentlich wollte. Naja, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Deswegen ist auf jeden Fall ein ganz normales Sieb mitgekommen, was ich noch nicht, wie gesagt, habe. Ja, das ist der Grund, warum ich das mitgenommen habe. Also, ne, beim nächsten Produkt bin ich nicht schuld. Das hat meine Schwester mitgenommen in Einkaufswagen und fand das so gut, da hat sie gesagt, das muss ich auch mitnehmen. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Es handelt sich einfach von Tipp um Chicken Nuggets. Fertige. Also, wie gesagt, kann man jetzt hier drum streiten, ob die gut sind oder nicht. Sie haben aber tatsächlich nur 99 Cent gekostet und die sind fertig. Die kann man kalt essen, mal eben schnell in die Mikrowelle stecken und Leute, machen wir uns mal nichts vor. Wir sind den ganzen Tag arbeiten, da ist sowas einfach ein Segen, wenn sowas total schnell geht oder man es halt mit auf die Arbeit nehmen kann. So, kreuz und quer geht's weiter. Dann haben wir uns unsere, ich würde sagen, unsere Lieblingssüßigkeiten doch schon mitgenommen. Und zwar Skittles in allen Varianten, außer die sauren, die finde ich jetzt nicht so toll. Hier sind jetzt White Berry mitgekommen. Boah, Leute, ich liebe Skittles. Boah, wenn ihr Skittles noch nicht probiert habt, ihr müsst euch Skittles kaufen. Skittles sind geil. Stellvertretend für diesen Frischkäse stehen zwei Frischkäse, weil ich den einen jetzt gerade nicht finde. Ja, normaler Frischkäse ist wichtig für meinen Frosting-Teig. Auf jeden Fall für mein Frosting, für die Cupcakes, die ich jetzt am Wochenende mache. Ja, zweimal normaler Frischkäse. Ich merke gerade, ich habe nur von Tipp gekauft. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Also ich habe da jetzt nicht so... Naja. Butterkäse, ich habe es versucht mit dem Light. Leute, das schmeckt einfach wie ein fauler Lappen. Es
Habt ihr schon mal Leitkäse probiert oder 14 oder 16% Fettkäse? Braucht aber nicht, schmeckt wie so ein Teppich. Wirklich, ist echt nicht geil. Und weißt du, dann nehme ich halt so einen mit 45% und nehme halt nur eine halbe Scheibe. Also ich nehme meistens nur eine halbe Scheibe, aber man isst dann diese halbe Scheibe bewusster und es ist dann einfach so. Es ist einfach, also das sind echt Welten, wirklich. Ich kann ja auf vieles verzichten und ich schmecke bei vielen nicht den Unterschied zwischen günstig und teuer oder viel Fett und wenig Fett, bla 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 bla. Bei Käse schon. Deswegen normaler Butterkäse. Jo, jetzt kommt Schweinefleisch. Das hat sich Dennis ausgesucht. Ich habe gesagt, so bitte jetzt such dir was aus, was du die nächsten Tage morgens oder wann auch immer essen willst. Und er hat sich hier so einen Bratenkassler ausgesucht. Ja, hat er sich halt ausgesucht. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja noch was zum Einfrieren, deswegen zeige ich euch das jetzt. Geil, Leute. Kennt ihr Pelmeni? Viele kennen das bestimmt. Pelmeni mit Schmand. Oh mein Gott, das ist so, so lecker. Hier sind es jetzt Pelmeni mit Putenfleisch. Und die werde ich jetzt auch gleich einfrieren. Hier sind drin 500 Gramm. Und die machen so unglaublich satt. Also die Hälfte der Tüte, da brauchst du nicht viel von. Ein bisschen Schmand drüber. Und es ist so, so lecker. Ich liebe Pelmeni. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die kleinen Pfannkuchen. Diese kleinen Pancakes. Oder auch Poffeltjes oder so genannt. Die wir ganz, ganz oft gekauft haben. Die sie aber jetzt tatsächlich aus dem Sortiment genommen haben. Geht's noch? Hallo? Weder bei Markov noch bei Real haben wir sie bekommen und die Frau meinte, sie sind raus. Geht's noch? Ja, können wir nicht verstehen, aber gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall American Pancakes, diese Pfannkuchen mitgenommen, diese fertigen kleinen schon. Die werden mit Sicherheit auch gut schmecken. Es ist aber nie dasselbe und das nervt mich auch. Und wenn es auf der Lippe juckt und man dunkle Lippenstift drauf hat, scheiß drauf. 250 Gramm sind hier drin. Ich denke mal so um die 10 Pancakes. Sind deswegen mitgekommen und nicht mehr die kleinen. Dann hatte ich total Lust auf Honig. Also ich bin heute Morgen echt aufgewacht und dachte so, boah, ich muss jetzt echt mal wieder, ja, Honig und Nutella. Also das habe ich so lange nicht gegessen. Und ich werde das auch nicht leer essen, da kenne ich mich. Aber ich habe momentan so Lust drauf. Und jetzt habe ich mal normalen Bienenhonig geholt. Und zwar den hellen. Ich hatte mehr Lust auf den hellen. Und ich kriege gerade schon wieder so Lust auf diesen Honig, wenn ich den sehe. Deswegen freue ich mich da schon heute Abend drauf, wenn ich irgendwie ein Brot oder so damit essen kann, weil ich auch echt wirklich lange keinen Honig mehr gegessen habe. Ja, Babybel Lights sind mitgekommen. Das ist zum Beispiel wieder so ein Produkt, da schmecke ich jetzt persönlich nicht so den Unterschied von den normalen zu den Lights, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Babybels, auch super punktefreundlich. Und deswegen kommen die in Light mit. Ich meine, mein Gott, für mich kein Unterschied. Mein Freund sagt auch, ist völlig in Ordnung. Und ja, neue Liebe wieder entdeckt, die Babybel Lights. Boah, Leute, ich habe das Gefühl, dieser Einkauf ist mega ungesund. Aber ja, ihr wollt es sehen, ich zeige es euch. Jetzt habe ich somit automatisch alle Kommentare eliminiert, die geschrieben haben oder schreiben werden. Das ist ein armer, kein gesunder Einkauf. Nö. Ja, kennt ihr so Käsecreme? Geil. Gibt es auch noch in teuer. Und ach ja, man kennt ihr das, ihr geht durch den Laden und dann seht ihr diese ganzen Sachen, die so normal Netto und so einfach nicht hat. Und dann müsst ihr das einfach mitnehmen so. Und das ist jetzt halt Käsecreme Gouda. Und oh, so lecker, ich liebe das. Ja, also es ist halt quasi flüssiger Gouda. Und oh, Leute, wenn ihr es nicht kennt, kauft es. So, dann war meine Lieblingsmilch wieder im Angebot. Tatsächlich noch weniger, glaube ich. 79 Cent und zwar meine Bärenmarke, die 3,8 Milch. Ey, Leute, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann trinkt ein richtiges Glas Vollmilch. Sättigt ungemein, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber so ein richtiges Glas Vollmilch, so lecker. Und gerade von Bärenmarke, wirklich total lecker. Ich habe ja auch die Milch mit 0,3%. Ist auch in Ordnung für Cornflakes, für einen Kaffee. Ist für mich auch in Ordnung, wenn ich die so pur trinke. Aber mal so ein richtiges Vollmilchglas. Wirklich. Deswegen ist auch nur eine mitgekommen, weil ich das ja wirklich sehr, sehr selten mache. Aber es tut, glaube ich, auch dem Körper ganz gut, mal ein frisches Glas Vollmilch zu trinken. Oh. So, weiter geht's mit Leberkäse, Leberpastete. Das ist reines Schweinefleisch. Ist Leberpastete immer Schweinefleisch? Bitte steinigt mich jetzt nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ja, flämische Leberpastete mitgekommen. Boah, ich mag das aber voll gerne.
Oh bitte, ey, ist das jetzt immer Schweinefleisch? Jetzt macht euch nicht lustig über mich oder meckert mich nicht an. Ich weiß es gerade nicht. Gibt's auch Geflügelpastete? Oder Geflügelleberpastete? Keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall ist das mitgekommen. Hier ist übrigens der zweite. Freund hat sich Süßigkeiten mitgenommen. Da war ich eigentlich sehr... Da habe ich gar nicht so viel mitgenommen, glaube ich. Nö, ich glaube, da war ich ganz stark eigentlich. Aber ich hatte auch nicht so Bock auf Süßigkeiten. Pfirsichringe. Und zwar die Orangenen. Ja, logisch, Pfirsich, ne? Gibt das andere Apfel, die sind grün. Ja, Pfirsichringe auf jeden Fall esse ich auch ganz gerne, aber muss nicht sein. Also da esse ich auch nicht so viel von. Da gibt es andere Sachen, wo ich echt schwach werde. Jetzt zeige ich euch mal das Brot, was ich gekauft habe, was ich gar nicht kenne. Und dann würde mich mal interessieren, ob ihr das kennt. Und zwar von Harry Softbröt. Das sieht so aus und ich finde, das sieht mega, mega lecker aus. Warte mal. So sieht das aus. Und da hatte ich total Bock drauf. Irgendwie die im Toaster und dann irgendwie mit Honig oder vielleicht auch mit was Herzhaften wie Sour Cream oder so. Also ich weiß nicht, ich kannte das nicht und es hat mich voll angesprochen. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. So, wenn schon ungesund, dann mal so richtig, ne? Deswegen Cordon Bleu. Habe ich meinen Freund so gefragt, stehen wir an der Kühltheke und ich so, sag mal, magst du eigentlich Cordon Bleu? Weil wir das irgendwie, ihr seht das ja in meinen Fotos, wir kaufen das eigentlich nicht. Boah, ja, richtig lecker. Und ich gucke ihn an, ich so, warum kaufst du dir das nie oder warum sagst du nicht, dass ich das kaufen soll? Ja, weil du es bestimmt nicht machen willst. Die habe ich noch ausgesucht und zwar sind das diese kleinen Schokolinsen, diese dragierten von Big Ben. Ja, das sind quasi so Schokolinsen, die sind wie M&Ms und darauf hatte ich mal so richtig Lust. Deswegen habe mir ich die mitgenommen. Da bin ich richtig schwach geworden, oh Gott. Es gibt Sachen, wofür ich sterbe. Es gibt Sachen, wofür ich töte. Es gibt Sachen, wofür ich einfach ausflippe. Diese drei Sachen passen definitiv auf das nächste Produkt, weil ich einfach nicht mehr kann. Oh Leute, ich glaube, wir sind fertig. Das ist das Letzte. Kaugummis hat mein Freund sich mitgenommen. Ganz normale, ohne Zucker fürs Auto. Fertig. Ja, meine Lieben, und das war mein mega fetter XL-Einkauf von Real. Ja, ich habe wieder voll viel eingekauft. Sehr ungesund, habe ich das Gefühl, dieses Mal. Aber ich zeige es euch, weil es ist mein Einkauf. Es ist nichts Geschöntes. Es ist... Ich zeige euch auch gerne meinen Einkauf, wenn er mal richtig schön gesund und frisch und ausgewogen ist. Habt ihr auch schon bei mir gesehen. Jetzt seht ihr halt mal, wie es ist, wenn ich mal nicht so gesund einkaufe. So ist es einfach. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Ich liebe euch. Passt auf euch auf. Ich tue es auch. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Tschüss.